Leute, wir sind wieder da. Gut gelaunt. Ich bin nicht gut gelaunt. Doch, ich bin nicht gut in der Stimmung. Also nicht gut in der Stimme. Ich glaube, das ist das schlechteste Intro für den letzten Jahr. Ist egal. Leute, wir sind wieder da. Ich wollte sagen, dass ich nicht gut in der Melodie bin. Aber dann hast du gesagt, wir sind gut gelaunt. Du bist allgemein nicht gut. Ja, das auch. So oder so ähnlich, genau. Morphos und Bloody, Bloody und Morphos, wie man gerne möchte. Wir sind in der Arena in Ducatia City bei Bianca und haben schmerzlich erfahren müssen, was es heißt, wenn eine fette Kuh... wenn eine fette Kuh eine fette Kuh einsetzt. Nein, Bianca ist schon sexy, kann man nicht sagen. Aber wir mussten schmerzlich erfahren, dass ein Miltank Level 20 wahrlich Pain in die... Könnte man sein so kann. Sagen. Und... Folglich probieren wir es nochmal mit einem neuen Team. Der Morphos hat sich, der Bloody hat sich Gedanken gemacht, wie könnte man jetzt strategisch hier Advance Wars mäßig sozusagen vorgehen. Als erstes wollen wir dieses scheiß Pipi schnellstmöglich besiegen. Hallo, achte auf deine Wortwahl. Ich muss dich immer wieder darauf hinweisen. Das ist dieses Verfluchte. Von mir ist auch Verflixte. Dieses Verkackeierte. Geht auch noch. Gott ist auch dann ganz oben auf der Liste. Ja. Oder aber... Wir machen das nicht. Ich sage, was ich will. Ja, okay. Gut. Metronom Aurora Strahl hat so schon nicht eine hohe Trefferquote. Ja. Und dann auch noch das. Also weniger Schaden wir nehmen, umso besser. Genau. Gluten wir ihm ein. Flame Ben Glut. Wer ist Ben? Das ist tatsächlich was. Wir müssten mal ein Pokémon Uncle nennen. Uncle Ben Glut. Ja, das mit der Glut ist so eine andere Sache, aber... Oder Uncle Ben Todeskuss wäre. Bitterkuss. Meditation. Was ist ein Selbstheilungsprozess, wenn ich mich nicht was zu entsinne? Nein, der Angriff steigt. Okay. Ah, ja. Das bringt ihnen ungefähr so viel wie ein Igel, der im Berufsverkehr über die Straße läuft, denn jetzt wurde es besiegt. Wie auch immer du auf dein Igel-Gleichnis kamst. Das ist ein alter, das ist ganz alt. Das ich möchte das Pokémon wechseln und zwar zu Knoff Ensa. Ja, zu Knoff Ensa. Entschuldigung, das darf nicht passieren. Hast du gerade beim Let's... Wer frisst denn hier die ganze Zeit? Also, ja, sei Schnauze. Wir sind Amateure, später, wenn wir dann über 30 Trilliarden So, wir versuchen haben. Das Schlafpulver, auch wenn der Stampfer etwas wehtun könnte. Ja, wenn wir Glück haben. Und es funktioniert. Bam! So, man weiß nicht für wie viele Runden. Genau, deswegen werden wir jetzt ganz schnell auf Flame wechseln. Um es ein wenig zu... Ich könnte wetten... Na, es schläft tief, okay. Traumfresser wäre natürlich jetzt super. Haben wir leider noch nicht. Nein. Verdammt, es ist aufgewacht. Das ist nicht gut. Selbst mit sehr... Allerdings ist da die Rauchwolke echt gut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt trifft, sinkt. Und zwar erheblich, oder? Also Rauchwolke ist... Ja, kommt ein bisschen an. Aber es tut natürlich trotzdem noch weh. Oh, verflucht. Warum haben wir vorhin mit dem Volltreffer eigentlich weniger Schaden genommen als gerade eben? Walzer wird stärker, je mehr es trifft. Alles klar. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt aber nicht gut. Aber Walzer ging daneben, was uns eine zusätzliche Runde verschafft. Es nimmt erstaunlich wenig Schaden. Und ich habe bestimmt... Ah, ich habe einen Supertrank, sehr schön. Oh, ich habe einen Beleber. Wie schön ist das denn? Wir hauen den Supertrank rauf, denn es wird jetzt den Stampfer einsetzen. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es kommt der Walzer. Ah, die Initiative von diesem Pokémon ist enorm. Ja. Ich will nicht wissen, was Bianca mit dieser Kuh macht. Lauf, Kuh, lauf. Ich wette, es wurde in der Schule mal als dumme Kuh bezeichnet, musste es mal wegrennen, weil es geweint hat und deswegen kann das so schnell laufen. Und deswegen haust du noch einen Trank rein oder? Nein, ich versuche eine Glut. Oh, sehr schön. Ging daneben. Na, war's das? Es hat kein Walzer aufgeladen. Sobald es einmal den Walzerzyklus durchbrochen hat, ist es nicht mehr ganz so gefährlich. Wir haben es geschafft. Doppelstimme bitte. Schluchz. Wir haben nicht geschluchzt. Stimmt, also nochmal was. Ach, das war seufzt, egal. Du bist gemein. Du solltest nicht so ernst sein. Du Kind. Silber erhält 2000 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause.
Schnüff, ihr habt's, du bist gemein. Okay, das war's dann. Schnüff, ihr habt's, du bist gemein. Was war das für ein Orden? Das wäre der Basisorden, aber wir haben keinen bekommen. Das heißt, wir gehen einfach. Oh, nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Jetzt muss ich auch weinen, aber keine Sorge. Sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Und es passiert sehr häufig. Wir gehen jetzt einfach und lassen den Orden hier. Und holen uns den Orden, nachdem wir die anderen Orden gemacht haben. Nein. Schnüff. Was? Du willst für einen Orden? Oh, stimmt, ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Achtung, Abracadabra, wir haben einen Basisorden. Er sieht ein bisschen aus wie ein Vorfahrtsschild. Aber ich finde, das ist in Ordnung, weil Orden ist Orden. Und deine Pokémon-Stärke, bla bla bla, außerhalb des Kampfes einsetzen. Achso, deine Pokémon können Stärke außerhalb eines Kampfes einsetzen. Aha. Außerdem erhöht sich die Initiative deiner Pokémon. Das ist auch, ich glaube, das gibt es in den neueren nicht mehr, dass die Orden noch sich auswirken auf die Werte der Pokémon. In den neueren gibt es das nicht mehr? Ich glaube, ab der dritten Generation gab es das nicht mehr. Da gab es ja eine komplette Neuberechnung von EV, DV und Basiswerten und alles. EV, DV? Effort Values und Determined Values, Gene und Fleißpunkte. Oh, das hier kannst du auch haben. Wir haben ein TM. Was ein ist denn TM? Das TM? Was heißt eigentlich TM und VM? Technische Maschine und versteckte Maschine, also die. Ja. Wirklich. Anziehung. Das ist Anziehung. Das bringt den Charme eines Pokémon voll zu gehen. Oh ja, es hat keine Anziehung eingesetzt. Das war auch gut. Es ist natürlich immer das sehr schön, wenn perfekt ein Phlegmon Anziehung macht, sodass man sich denkt, oh, zu einem süßen Phlegmon. Ding wie mir. Ja, du dumme, fette Kuh. Mit deinem Miltank. Mit deinem Miltank. Genau, ein bisschen Miltang-Milch saufen und Miltang-Käse Kuhmilch. Und Miltang-Joghurt und Miltang-Kefir mit Miltang-Kirschen drin. Zauber-Zigarettenkippen. Zauber-Wald und Zauber-Miltern. Okay. Cold Mirror-Referenz. Wir lieben dich übrigens, Cold Mirror. Falls in irgendeinem Paralleluniversum sich Cold Mirror mal ein oder unser Video anguckt, danke für viele tolle Stunden. Da. Bam, bam, badadam. So, wir haben es geschafft. Wir haben unseren dritten Orden. Wie ihr seht. Und das nach dem zweiten Versuch. So, es ist immer noch Samstag. Das heißt, wir gehen uns Supertränke kaufen. Genau. Das denn auch, dass jeder weiß, dass man sich samstags Supertränke kaufen geht. Stehst du nicht auch manchmal Samstagmorgen auf und denkst dir, oh, jetzt ein Supertrank, jetzt ein Supertrank. Dann gehst mal zu Kaufland. Trainermarkt, Kampfkollektion, Arznei, TM-Ecke, Dachterrasse. Okay, erstmal gehen wir zur, nee, nicht doch Supertrank. Ich verstehe nicht, warum das nicht bei Arznei ist, aber gut. Eigentlich sollte das denn bei Arznei. Da sind, glaube ich, dann sowas wie Carbon und sowas. Ja. Was halt nicht so Arznei ist wie Supertränke. Ja, man sieht hier noch nicht, wie viele wir haben, aber wir wissen ja, wie viel wir haben. Deswegen geben wir jetzt einfach mal nicht unser ganzes Geld aus. Teuer, diese Supertränke. Das ist ja unfassbar. Aber da sieht man es. Es sind tatsächlich 7 Felder, das heißt, die Milliarde geht nicht voll. Millionen meine ich. Eine Million, nee, doch, 6, ne? Plus Dollarzeichen. Warum genau. Jetzt in dem Fenster, ja. Genau. So, jetzt fahren wir einmal. Wir fahren jetzt mit dem Aufzug, wir fahren jetzt mit dem Aufzug, aber bitte komm. Nein! Was denn? Man sagt beim ersten Mal das letzte Wort nicht. Kennst du nicht, wir fahren jetzt über den See? Was ist denn los mit dir? Ich hasse es, wenn Leute dann See sagen. Und du hast gerade See gesagt. Naja, aber wenn du müde bist, dann hol dir ein Getränk aus dem Automaten. Auch deine Pokémon werden sie mögen. Natürlich. Es gibt natürlich nichts Besseres, wenn man müde ist, als ein Getränk. Aus dem Automaten, ja. Hörst du den Glückskanal? Möchtest du gewinnen? Tausche Pokémon mit so vielen Leuten wie möglich, um verschiedene ID-Nummern zu erhalten. So, ja. Manchmal, ich wusste nicht mehr an welchem Tag, aber an irgendeinem Tag steht hier oben jemand und gibt mir was, glaube ich. Ja, die Frau, die TMs verteilt. Genau. Und in Kanto. Spoiler, wir kommen noch nach Kanto. Bekommen wir dann Triplette auf dem Dach. Wenn mich nicht alles täuscht und mich recht erinnere. Oh, warte mal, die Tante da macht doch auch was, oder? Tante, machst du was? Ich freue mich heute schon wieder aufs Einkaufen. Okay, nee, ja, die sagt uns. Mama ist sehr gut im Schnäppchen finden. Sie kauft ständig Waren unter dem Normalpreis.
Bitch, kauf mir bitte mal Supertränke unter dem Normalpreis. Das Kaufhaus bietet eine große Auswahl, aber einige Items erhält man nur als Preis in der Spielhalle. Ja, das ist ein klassisches gesellschaftliches Muster. Die Dinge, die man in einem Greifarmautomaten bekommt, dein gibt's Spielplatz dann halt nicht bei, weiß ich nicht, Tante Emma. Wer ist Emma? Tja. Brauchst du noch Spielmünzen? Du hast noch keinen Münzkorb für deine Münzen. Oh ja, wir haben noch keinen Münzkorb. Ich möchte eigentlich gucken, aber die Tanten werden mir jetzt auch noch nicht sagen, was es gibt, oder? Wir kommen! Wir tauschen deine Spielmünzen gegen tolle Preise. Oh, du hast keinen Münzkorb. Okay, ja. Wer gibt uns den Münzkorb? Ach, ich weiß, wo wir den Münzkorb bekommen. Trauriges Problem hier. Wir haben keinen Münzkorb und haben sonst keinen Beutel, wo schon 80 Trilliarden Sachen reinpassen. Und aber wir werden ins erst am Käferturnier, würde ich sagen, oder? Einverstanden, lass uns das Käferturnier bestreiten. Okay, wir werden auf dem Weg dorthin noch mal ein bisschen kämpfen. Käferturnier ist. Das wird uns, glaube ich, dort noch erklärt. Okay. Deswegen brauche ich mich da nicht kümmern. Gehst du auch zur Pokémon Arena? Nein. Nee. Da sind wir schon gewesen und du musst gar nicht mehr hingehen. Das lohnt sich wirklich nicht. Oh, wir können noch was anderes holen. Eine Fahrt. Emilie. Oder Emilie. Eine Picknickerin. Übrigens keine Pfadfinderin. Pulvix, ein sehr süßes Pokémon. Und Volona ist auch sehr elegant. Ein Pulvix. Nein. Was? Moment, also, das habe ich nicht gut durchdacht. ich dachte nur gerade daran, dass ja in Pokémon Stadium 2 die Pokémon oftmals die Silben getauscht haben, um sozusagen Pseudonamen zu kreieren. Die Silben getauscht haben? Genau, da heißt dann Pummeluff Lummepuff oder so. Ah, das wäre bei... Oder sowas. Ja. Und mir ist erst im Nachhinein aufgefallen, dass man das bei Pummeluff vielleicht nicht tun sollte. Lummepuff. Nein, nicht bei Pummeluff, bei Vulpix. Sollte man das nicht machen. So ist es. So, Aquaknarre. Gegen ein Fuego. Der Pokémon der Fuego. Es ist ein Pokémon der Fuego. Das war Jonasisch. Jonasisch? Nein, das war Spanisch. El Pokémon de Fuego. Du musst sagen Spanisch. Brüller. Also, wenn man sich von sowas ver... jetzt ist hier aber Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, gut, dass kein Dritter ausgewählt wurde, weil Flame war ja schon drin, da werden die, die EP nur durch zwei geteilt. Vulpix. Ich meine, bei Nullwohna geht das, weißt du? Das stimmt. Oder Ragados oder... Oh, Mama! Okay, hallo Mama. Hi Silver, wie geht es dir? Mir geht's gut und dir? Ich habe beim Einkaufen übrigens, danke der Nachfrage, ein nützliches Item gefunden. Und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Was hast so, du gemacht? Wie du es mir gesagt hast. Spinnst du? Das muss dieser Typ mit dem roten Haaren gewesen sein. Es ist in deinem PC. Es wird dir gefallen. Nein, weißt du was? Tschüss! Es ist immer schön, mit seiner Mutter zu reden, dass er... ja. Verdammt! Ich dachte, ich könnte jetzt hier... Ich komme da nicht mehr raus. Naja. Sprite-Gefängnisse sind immer so schön. Nein, ist ja kein Sprite-Gefängnis. Nee, aber, rum, aber ich dachte, ich könnte jetzt tricksen. Ich meine, ich könnte zurück in das Haus gehen. Camper Ewald. Schickt Ich frage mich, da. Warum der Ewald heißt als Camper. Dick da. Ich würde sagen, der ist halt kein herkömmlicher Wald, sondern ein elektronischer. Ein Ewald, ein elektronischer. Aber wahrscheinlich ist der. Los, weißt du, der ist halt meiste Zeit Ewald. Obwohl, Feuer gegen Boden. Hast du das gerade wirklich vorgeschlagen? Flame versucht Ruckzucki zu erlernen. Auf 25 erlernen wir, glaube ich, Flammrad. Stimmt. Ja, natürlich soll was vergessen werden. Das war der Silberblick, weil die Rauchwolke, haben wir gemerkt, war uns echt nützlich. Ansonsten hätten wir Bianca gar nicht mal so zum Heulen bringen können, was echt traurig gewesen Ansonsten wäre. Ansonsten sinkt also nicht für Silberblick sie. Ja auch die Genauigkeit. Ne? Nee, Silberblick senkt die Verteidigung. Okay. Knopfenser. Das Geräusch von Dicta ist sehr, sehr, sehr komisch, oder? Ja, strange, könnte man so sagen. Also, bitte. Bloß gut, dass Pflanze hier noch speziell ist. Ja. Das ist sehr... Effektiv? Effektiv. Ein Maulwurf kratzt an einer Pflanze und hat nicht die geringste... Chance. Oder Schanze, ne? Ja, ich finde aber auch, ein Maulwurf ohne Hände
Ja. Übrigens müssen wir gucken, dass wir schnellstmöglich eine Apré-Coco-Grün bekommen. Eine Grün? Was macht uns denn der lieber Kurt dann da raus? Ein Freundesball. Ein Freundesball, okay. Das. Hattest du auch schon Flugtyp? Klingt gut und ist es auch. Was macht denn ein Freundesball? Ja. Ein Freundesball fängt uns ein Pokémon und setzt sofort den Freundschaftswert auf 200. Habe ich das nicht schon mal erklärt? Onscreen oder offscreen? Ich habe keine Ahnung. Bin nicht sicher. Ich habe es dir definitiv irgendwann mal erklärt. Und ein Pokémon, das einen Freundeswert von 200 schon hat, braucht nur noch 10 Level, bis es sich zu einem X-Bad entwickelt. Also nicht irgendein Pokémon, sondern nur ein Zubat. Das heißt, sobald es zu einem Golbat ist, wird es wahrscheinlich ein Level später zu einem X-Bad werden. Und das wäre ziemlich cool. Okay. Weil ich X-Bad ziemlich feier. Also früher fand ich X-Bad total doof und konnte nie was damit anfangen. Es ist schon ein cooles Pokémon. Aber mittlerweile muss ich sagen, X-Bad spielt sich extrem gut. Vor allen Dingen hat es halt einen übermäßig guten Speed. Und dadurch kann man halt relativ viel damit machen. Bitch Slap! Du sollst sowas nicht sagen, es gucken Kinder zu. Hallo? Hallo? Was, also, ich bin ja jetzt von den Socken hier. Du. Ja, ich mach das. Du hast sie immer noch an. Ich hab nur geguckt, ob du deine Socken noch anhast. Oh. Also, wirklich, wenn ich es nicht für die Zuschauer gut, und fürs Pokémon machen würde, dann würde ich dich echt zu tapen irgendwie. Bloß gut, dass wir keine Kamera anhaben, ne? Ja. Wobei, da unten, guck mal, da wäre doch noch Platz, da könnten wir so eine Kamera anmachen. Wir können ja eine Jubiläumsfolge mit Kamera drehen. Oder aber, wir machen das, wir lassen es bleiben. So zum Beispiel die 300. Episode oder so. Von Pokémon? Ja, naja. Oder wir machen die Jubiläumsfolge so, weiß ich nicht, zum Beispiel in der Top 4. Machen wir eine eigene Folge für die Top 4 und dann... Na, schauen wir mal. Sitzen da. Wir hier mit Popcorn und ordentlich Pott und... Und gucken zu, wie sich das Spiel alleine spielt. Wie sich das Spiel alleine spielt, genau. Ich hole einen Poke-Bot. Das war irgendwie merkwürdig. Vielleicht hole einen Tool rein, dass dann THS rennt. Immer A drückt und mit einem gecheateten... Giftpuder ist natürlich... Haben wir irgendwas, was war? Ja, natürlich. Wickel, ne? Wachstum. Ah, Wachstum. Was macht Wachstum? Initiative oder anderes? Spezial, glaube ich. Heißt noch mehr Schaden für Typ-Attacken? Genau. Gut. Es gab ja hier noch nicht, oder? Was? Nee, hier gibt es jetzt schon Spitzangriff und Spitzverteidigung. Was heißt schon? Das gab es auch in der ersten. Nee, da gab es nur Spitz. Da hieß ach, Spitzangriff und Verteidigung. Achso, ja. Ist das hier schon? Erstmal will ich das tauschen. Mal auf. Ach, Felino, du hast mal. Dann gucken wir mal ganz kurz. Status. Nicht blöd, oder gab es das hier schon? Ja, hier gab es ja, das schon. Ja, tatsächlich. Geteilt. Das war der eine der das neuen heißt, in der zweiten. Das heißt, du hast bei Spitzverteidigung hast du eine Verteidigung von einem... Also von den Attacken, die speziell mich treffen würden. Pflanze, Wasser, Elektro. Also eine erhöhte Feuer. Verteidigung als Feuer-Pokémon gegen zum Beispiel Wasserattacken jetzt. Zum Bleistift. Ja, aber okay. Wobei du als Feuer-Pokémon gegen Wasserattacken sowieso. Ein niedlicher Sprite, finde ich. Das war bester Konterpick, den ich hier gemacht habe. Besser konnte es gar nicht kommen. Ja, kannst du ja nicht riechen. Jetzt kann das Ding wahrscheinlich nicht mal eine Elektro-Attacke, aber. Wie riechen wohl Pokémon? Kommt noch auf das Pokémon an. So ein Pikachu, wie schnüffelt es? Ich weiß, das ist ein komischer Gedanke. Sag mal, wie schnüffelst du eigentlich? Na, mit deinem Nasal. Nasal? Nasal. Nasal. Dann brauchst du auch nicht so machen. Ossi, ich weiß gar nicht, warum andere Leute immer anders reden. Also jetzt bin ich gerade ein bisschen verschnufft, da funktioniert das leider nicht so. Anders reden. Darf ich meinen liebsten Linguistenwitz raushauen? Na, los. Okay. Sagt ein Phonologe zum anderen, kennst du eigentlich den bilabialen, stimmhaften Nasal mit zwei Glottalverschlüssen? Sagt der andere Phonologe, m-m. Ich hoffe, der eine oder andere fand das jetzt irgendwie... Nicht witzig? Nicht. Also ich hoffe, ihr fand das alle nicht witzig. Ja. Soll ich ihn schlagen? Jeder, der schreibt doch mal in die Kommentare. Ah, ich lese schon, ja. Jeder, ja. Sag Aua. Gerade eine hin. Ah, ich wette, ein paar haben jetzt auch einen Tab offen und googeln bilabialer, stimmhafter Nasal. Ich erkläre ihn jetzt einfach. Ich versaue meinen Witz. Nee, du versaust deinen Witz nicht, aber könnten wir bitte daran denken, dass wir diesen Namen in die Beschreibung schreiben? Ja, natürlich. Einverstanden. Also wenn es jetzt noch nicht drinsteht, dann wird es noch nachträglich nachgetragen, wenn der liebe Morphus das dann schaut und sich selber beim Let's Play zuguckt, um zu sehen, wie scheiße wir eigentlich Morgen. Sind.
Ich finde, wir machen das gut, oder? Natürlich. Also nochmal den Hinweis, ich habe es, glaube ich, vor 3 Videos schon mal gesagt, wenn ihr Kritik habt, Tipps, Ideen. Es waren 4. Was? Ich glaube, es war noch in der ersten Aufnahmesession, also wären es 4 Videos gewesen. Ja. Schreibt es in die Kommentare, wir freuen uns und würden uns natürlich für euch besser machen. Nicht für uns, weil wir irgendwie scharf darauf sind, hier uns jeden Tag zu treffen und zu betreiben. Wir wollen natürlich Geld Kacke zu machen. Wir machen natürlich nur Geld damit. Ich habe zwar keine Monetarisierung angestellt, aber wie das alles weitergeht mit dem Geld, mit den Videos, mit dem Käferturnier, das sehen wir in der nächsten Folge von Pokémon Silber. Bis dahin und tschüss. Macht's gut.